Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Ich weiß. Deswegen werde ich dich jetzt auch abreißen. Tut mir leid, Steinmetz. Ich traue schon um dich. Hier haben wir noch einen Brunnen, übrigens. Wo ist denn der Gefangenentransport? Alles klar. Kommt der vielleicht wie ihr wünscht. Ah, da ist er ja. Hallo Gefangenentransport. Arbeitet, was ist ziemlich unvorsichtig, dich ohne Begleitschutz loszuschicken. Einer unserer Ritter wird in einem Banditenlager im Norden gefangen gehalten. Wir müssen ihn befreien. Ich weiß, wonach ihr sucht. Oder sollte ich sagen, nach dem? Schickt uns etwas Gold, dann kommen wir ins Geschäft. Jawohl! Endlich frei! Ich würde viel dafür bezahlen, diesen Verräter in Ketten zu sehen. Ich erwarte eure Befehle. Sofort! Alles klar, wie ihr wünscht. Da waren's nur noch drei. Ei. Das ist doch richtig, naja, sozusagen OP, wenn man so viele Ritter hat. Alles ich habe es leider nicht Alles Lady klar. Alandra, die, cool. Also sowas mag ich ja auch total, ne? Einfach so ein Henkersplatz mitten in der Landschaft. Cool. Sofort. Ei. Naja, also ich mag das nicht wegen dem Töten, aber schon halt unterwegs. Weil. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Ich denke mal, ich werde die Banditenlager da zerstören. Lass mich doch nicht von Banditen erpressen. Wer bin ich denn? Ne, ich bin dringend, aber trotzdem lasse ich mich nicht von Banditen erpressen. Eigentlich müsste die Armee hier schon ausreichen, damit ich verstanden. Die Banditenlage auslöschen kann. Ei, verstanden. Ja. Sofort. Schon unterwegs. Ich hoffe, das ist das Banditenlager, das ich brauche. Ansonsten zerstöre ich ein paar Banditen umsonst, was auch nicht sonderlich schade um sie ist. Aber verstanden. Hakim wird angegriffen. Wie ihr wünscht. Sofort. Wie ihr wünscht. Nein, Hakim soll zurückbleiben. Auf euren Befehl. Und jetzt Attacke. Obwohl das hier ist nicht wirklich Norden, ne? Gut, ich darf gleich erstmal Einheiten aufstocken. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Wir werden angegriffen. Ah, okay, doch. Ist das Banditenlager. Auf euren Befehl. Ich hoffe nur, dass sie jetzt nicht immer wieder... Nein, Hakim. Verstanden. Hakim, lauf weg. Alles klar. Nein, Hakim. Ich muss mich in die Busche. Ah, zu spät. Egal. Sofort. Dann soll die Einheit mal das Zelt angreifen. Stürmt los! Die Einheit, das Zelt da. Es gibt kein Zurück! Die Einheit, das Banditenlager. Es gibt kein Zurück! Ah ne, Moment. Sofort! Dann die hier noch, das Banditenlager. Schon unterwegs! Gut. Ich hoffe, aus den Zelten kommen Auf jetzt keine neuen Befehl. Banditen. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Aber dann hätte ich halt Pech gehabt. Ich muss ja nur hier das Lager hier noch quasi umbringen. Attacke! Attacke! Kämpft weiter! Okay, dann das Banditenlager hier zerstören. Ich hoffe, das reicht auch an Fackeln. Oder Brandpfeilen. Jawohl! Ja. Na gut, jetzt bin ich wirklich wütend. Prügeln wir diesen Verräter zurück in den Schoß eines roten Prinzen. Eine Eisenmine ist erschöpft. Auf euren Befehl.
Auf euren Befehl. Ah, die kann das Angriff. Quasi sofort plündern. Schon unterwegs. Ein Minenarbeiter findet kein Eis. Wie ihr wünscht. Oh, schade für den Minenarbeiter. Muss ich wohl warten, bis er das letzte Eisen, das letzte Kugelchen Eisen da nach Hause gebracht hat. Da kommt Milch an. Ja, ich kann noch eben mal ein Fest feiern. La 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 la. Ja. Oh, mein Kuhfarm ist erst auf 6. Sollte ich mal upgraden. Und die Teile sind auch erst auf Stufe 1. So. Wo sind jetzt eigentlich meine Verbündeten abgeblieben? Kommen die erst im rechten Moment oder was? Ich denke mal, ja. Oh, wollen die etwa angreifen bei mir? Das ist aber nicht die feine englische Art. Verstanden. Okay, dann muss ich sie wohl zurückschlagen. Wie ihr wünscht. Außer der Dieb. Der soll irgendwie mal ein bisschen zurückbleiben. Alle Militäreinheiten. Attacke. Helft mir im Kampf für die Gerechtigkeit. Gut, Hakim hat jetzt eine paar Leute überzeugen können. Aber drei Ritter sind einfach mies. Machen ja alles fertig. Und wenn ich dann insgesamt 5 Ritter habe. Oh Mann. Das wird mies. Unser Dieb wurde entdeckt. Unser Dieb wurde entdeckt. Auf euren Befehl. Das kann ja gar nicht sein. Wieso wurde der bloß entdeckt? Weil er da direkt im Schlachtengetümmel mitläuft oder was? Kann ihn gut töten. Okay, dann muss ich einmal gerade alle Einheiten mal wieder auswählen, auf den Marktplatz schicken. Da haut der Katapultkarren ab. Dann brauche ich die Einheit dahin. Alles klar. Die Einheit dahin. Oh ja, ich muss noch den Minenarbeiter töten. Dann muss ich, ja, die beiden beschädigten Einheiten habe ich dann da hinten. Und dann kann ich ja noch ein bisschen ein paar rekrutieren. Und dann habe ich eine unbesiegbare Armee, glaube ich. Also die hier einmal aufstocken. Und die hier einmal aufstocken. So. Kann ich da noch was rekrutieren? Da noch. Verstanden. Nein, das soll da, damit es reicht. Wie ärgerlich. Das ist doof. Ah, nee. Ich will nur etwa die Hälfte. Und dann will ich noch, nehme ich mal Kestral mit. Sofort. So. Alles klar. Verstanden. Und dann, alles klar. Muss ich einmal gucken, wie ich da runterkomme. Da würde ich, glaube ich, langkommen. Wie ihr wünscht. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Und wieso habe ich den Dieb dabei? Ja. Okay, hier haben wir jetzt nicht mehr ganz so viele Einheiten übrig. Aber ich hoffe einfach mal, das reicht. Also einen Typen hatten wir. Sicher, dass ich da unten hin musste? Jawohl! Sieht wohl so aus. Also Leute, da unten auf hin. Euren Befehl. Kestral, guck nochmal ganz kurz hier hin. Was es da klar. So gibt. Wie ihr wünscht. Eisen. Schon unterwegs. Okay, da reitet sie dann in die andere Richtung. Und dann spule ich mal eben vor. Ah, ich hoffe, meine Einheiten schaffen es noch bis dahin. Bevor der Winter voll da ist. Sieht aber ganz gut aus. Muss ich da halt ein bisschen chillen, bis es Dezember wird. Aber, ach, das nehme ich schon in Kauf.
Tralalala. Ups. Ich werde angegriffen. Auch die arme Kiss. Unsere Truppen werden angegriffen. Zum Angriff. Sofort. Okay, wir müssen hier jetzt hin. Und ich hasse hier aber die Lager. Ich hasse sie einfach. Ah, das könnte ein bisschen ärgerlich für mich ausgehen. Aber nun ja. Naja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Kann ich auch wieder ein paar Einheiten rekrutieren. Wettermenü schließe ich mal wieder. Da, da, da. Auch es sind alle Einheiten besiegt. Oh. Unsere Truppen werden angegriffen. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Auf euren Befehl. Da waren noch alle weg, oder nicht von mir? Naja, egal. Verstanden. Also alle schon auf mal hier Befehl. An die Küste stellen. Und dann warte ich auf den Dezember. Wie ihr wünscht. Nee, da komme ich leider noch nicht rüber. Schade. Ist dann nur blöd, wenn ich nach Januar noch da drauf bin. Mal gucken, ob man... Nee, kann man nicht. Ich wollte gucken, ob man mit F5 quicksaven kann. Aber das kann man leider nicht. Schade. Da haben wir jetzt nur ein paar Leute noch. Und dann können wir noch... Was überwiegt denn in unserer Streitkraft? Nichts wirklich, also brauche ich nochmal ein paar Bogenschützen. Ja. Ah, komm schon. Ich will, dass es jetzt Dezember ist. Ach ja, und ich denke mal, ich werde nicht zum Marquis, weil ich keinen Bock habe, die ganzen Stadtgebäude zu bauen. Wir kommen ja auch so ganz gut voran. Ja. Ich frage mich, wen ich jetzt kriege. Alles klar. Okay, muss ich noch einmal ganz kurz ein bisschen zurückziehen. Weil ich noch nicht ganz so sicher bin, dass ich da jetzt rüberkomme. Aber sieht gut aus. In den Kampf. Alles klar. Also Attacke. Oha, bekommt Kestralen Schaden. Alles klar. Geht ja gar nicht. Sofort. So, und Kestral ist tot. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Ja. Ne, dann brauche ich ganz schnell Hakim da unten. Glaube ich. Sofort. Weil ich nicht sicher bin. Nee. Oh, na toll. Es gibt kein okay, dann zurück. Nehme ich mal da den Außenposten ein. Auf dem Wasser ist ja auch ganz nett. Wir müssen den Verräter besiegen, ohne die königliche Stadt zu beschädigen. Wir dürfen nicht unsere eigenen Leute angreifen. Ja, aber ich habe doch da nur den Außenposten eingenommen. Dafür kann ich ja nichts, dass das so ist. Und jetzt will ich den mal reparieren lassen. Nein, nein, nein. Ich schaffe das Hakim schnell genug dadurch. Sieht gut aus. Und der Außenposten ist schon wieder repariert. Das ging schnell. Soll ich den mal upgraden? Nee, keine Lust. Der ist eh irgendwo in der Pampa. Wie ihr wünscht. Ja. Auf euren Befehl. Dann gehe ich hier jetzt lang. Alles klar. Ladiladila. Alles klar. Jawohl, alles klar. Ah gut, da muss ich noch ein bisschen warten, bis ich das benutzen kann. Was eigentlich total unsinnig ist. Und es regnet draußen. Obwohl irgendwie fast blauer Himmel ist. Egal. Einer und